Sport kennt keine Grenzen, auch keine Altersgrenzen. Für Sport ist man nie zu jung oder zu alt. Das zumindest bewiesen dieses Wochenende alle Berlinerinnen und Berliner, die an den Berliner Einzelmeisterschaften der Senioren im Tischtennis teilnahmen. Eben da, wo vor 2 Wochen noch die Berliner Meisterschaften stattfanden. Teilnehmen konnte jeder. Vorausgesetzt, man ist vor 1981 geboren und ist in einem der zahlreichen Berliner Tischtennisclubs gemeldet. Das Starterfeld war bunt gemischt und das Niveau immer noch hoch. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ließen sich auch mehrere ehemalige deutsche Meister und sogar Weltmeister finden. Alles ist hier vertreten, weil wir haben halt auch nur Kreisligaspieler, die halt auch ihr Glück versuchen. Die meisten sind halt schon ambitionierte Tischtennisspieler. Wie zum Beispiel Uwe Wienfrecht, seines Zeichens Seniorenweltmeister im Doppel. Er holte nicht nur den Doppeltitel in der Altersklasse Senioren 80 mit seinem Doppelpartner Jürgen Kolms, er siegte auch im Einzel. Ich spiele seit 1955 Tischtennis und ununterbrochen. Und es hat mir viel Spaß gemacht, weil die Sportfreundschaft unter den Tischtennisspielern und heute im Seniorenalter ganz besonders gut ist. Viola Burkert von SC Eintracht Berlin gelang es, ihren Titel in der Altersklasse Seniorinnen 50 zu verteidigen. Sie setzte sich im Finale gegen ihre Doppelpartnerin Marion Weiland vom Köpenicker SV Ajax in 3:1 Sätzen durch. Zusammen mit Marion Weiland holte sie den Doppeltitel in ihrer Altersklasse. Der Sieg war eigentlich Pflicht für mich, weil ich halt also auch an 1 gesetzt war und die Zielstellung war halt zur Norddeutschen zu kommen und das habe ich erreicht und das ist alles schön. Für alle Erstplatzierten geht es dann aber noch weiter. Im März stehen erstmal die Norddeutschen Meisterschaften in Güstrow an und danach kann es sogar noch weitergehen. Im Mai die deutsche Meisterschaft in Dillingen und manche schauen sogar über diesen Tellerrand hinaus und bereiten sich jetzt schon hier mit diesem Turnier vor für die Senioren-Weltmeisterschaft im Sommer, im Juni in Bordeaux. Die Berliner Einzelmeisterschaften der Senioren sind der perfekte Beweis dafür, dass Sport kein Ablaufdatum hat und vor allem, dass es nie zu spät ist, eine Tischtenniskelle in die Hand zu nehmen und mit dem Sport anzufangen.